1967. Da herrschte noch Aufbruchstimmung im Revier. Die erste U-Bahn-Linie wurde eröffnet und jeder wollte hier dabei sein. Damals in Essen. Heute sieht das anders aus. Da ist zwar alles bunter und gelackter, doch hinter den Kulissen ist von Aufbruchstimmung keine Spur mehr. Die Technik von damals ist immer noch im Einsatz. Und nur Improvisationstalent und viel Geduld sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die überfällige Modernisierung hatten die Verkehrsbetriebe bisher einfach vergessen. Wenn man am Anfang baut und erstmal alles neu ist, ja, und sagt, ach, jetzt habe ich 30 Jahre Ruhe, dann denkt man vielleicht schon mal nicht so an die spätere Zeit. Nur das hat uns jetzt eingeholt, ja, und jetzt müssen wir irgendwas tun. Uralttechnik und kein Geld. In Mülheim werden schon erste Streckenabschnitte stillgelegt. Dabei gab es doch mal den großen Traum. Eine Linie für das Ruhrgebiet. Und jetzt? Noch rollen die Bahnen im Revier. Die Frage ist, wie lange noch? Mülheim an der Ruhr. 27 Millionen Fahrgäste jährlich nutzen den örtlichen Nahverkehr. Es gibt eine U-Bahn-Linie mit 12 Bahnhöfen, 5 Straßenbahnstrecken, 18 Busverbindungen und ein Problem: die Mülheimer Verkehrsgesellschaft. Ihr Wagenpark ist völlig veraltet, stammt zum Teil noch aus den 70er Jahren und ist ständig kaputt. Und noch schlimmer sieht es unter der Erde aus. Die U-Bahnen, die im Ruhrgebiet eigentlich nichts weiter als unterirdische Straßenbahnen sind, müssen von Grund auf saniert werden. Und das geht nicht im Alleingang. Denn Mülheim ist pleite. So hat sich die Stadt mit den Nachbarstädten Essen und Duisburg zu einem gemeinsamen Dachverband, der VIA, zusammengetan. Und gemeinsam schlagen sie jetzt Alarm. Wir haben einen gigantischen Investitionsrückstau. Alle drei Betriebe in Essen, Mülheim und Duisburg müssen insgesamt über 350 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren in die Hand nehmen für die Erneuerung der Systeme hier im U-Bahn-Bereich beispielsweise. Und hinzu kommen auch noch die Fahrzeuge. Wir müssen mindestens 200 Fahrzeuge im Schienenbereich ersetzen, auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Das ist alles noch nicht finanziert und wir wissen zurzeit auch noch nicht, wie wir an das Geld herankommen sollen. Die Mülheimer Verkehrsgesellschaft will drastische Schritte. Am liebsten würde sie sofort alle Straßenbahnen und U-Bahnen abschaffen, durch Busse ersetzen und sich so schlagartig sanieren. Doch so einfach geht das nicht. Das gesamte Schienennetz im Ruhrgebiet bezahlen weitgehend Bund und Land. Deshalb können die Städte es nicht einfach aufgeben. Der Kommunalpolitiker Lothar Reinhardt von der Partei der Mülheimer Bürgerinitiativen MBI kämpft seit Jahren im Stadtrat für den Erhalt des Schienennetzes. Er ist überzeugt, sind die Straßenbahnen erst einmal weg, werden sie nie wieder zurückkommen. Er fährt mit uns zur jetzigen Endstation der Linie 104. Herr Reinhardt, wo sind wir hier? Hier sind wir in Mülheim Hauptfriedhof, da wo jetzt die Endstation der Linie 104 ist. Wieso Endstation? Weil vor 2 Jahren bei Nacht und Nebel die Verlängerung bis zum Flughafen stillgelegt wurde und weil die Stadt Mülheim unbedingt diese Strecke nicht weiter betreiben möchte. Im Handstreich stillgelegt. Wer bis dahin mit der Bahn weiterfahren konnte, muss jetzt in einen Bus umsteigen. Das sei billiger, hat die Stadt Mülheim für sich beschlossen. Aber die Linie 104 soll in den Nahverkehrsplänen des Landes eine besonders wichtige Rolle spielen. Dort ist sie als Querverbindung durchs halbe Ruhrgebiet vorgesehen, von Oberhausen über Mülheim und Essen bis nach Witten. Die Mülheimer haben diese Pläne einfach ignoriert, denn sie sparen gleich doppelt. Die Straßenbahnschienen hinter dem Hauptfriedhof brauchen sie nicht mehr instand zu halten und den Busbetrieb haben sie einem Privatunternehmen übertragen, das deutlich billiger fährt als die eigenen Leute. Aber mit welchem Recht? Mülheim hat ja nie gesagt,
wir geben nur die Straßenbahnstrecke auf und es fällt ersatzlos die Linie weg. Sondern wir haben immer wieder gesagt, die würde ja durch eine Buslinie ersetzt. Ja? Und die Buslinie, da gibt es jetzt eine neue Untersuchung, gemeinsam auch mit der Stadt Essen, dass wir eine neue Buslinie, eine sogenannte 130, stellen wir uns da vor, dass wir die von Essen über den Flughafen, über Hauptfriedhof, bis letztendlich sogar bis zur Stadt Mülheim, also Innenstadt, anbinden werden. So. Und das ist einfach der Vorteil, den wir haben. Und dadurch kann die Straßenbahnlinie entfallen. Busse? Stadt Bahnen? Das bedeutet längere Fahrzeiten, weniger Sitzplätze und weniger Fahrten. Und ist es dann wirklich billiger, wenn neue Busse angeschafft, zusätzliche Fahrer eingestellt und höhere Spritkosten bezahlt werden müssen? Lothar Reinhardt kann das nicht nachvollziehen. Für ihn ist das der falsche Weg. Solange man sagt, Straßenbahn als das Rückgrat des ÖPNV brauchen wir in der Großstadt. Und eine Großstadt mit 5 Millionen, da gibt es nur eine in Deutschland, das ist das Ruhrgebiet. Und das kann nicht dadurch torpediert werden, dass da jede kleine Kleinstadt oder mittlere Stadt entscheiden kann, ob sie das will oder nicht. Das kann man nicht machen. Kann man nicht? Die zuständige Aufsichtsbehörde sagte auch nein. Das Regierungspräsidium und die Bezirksregierung in Düsseldorf lehnten die Stilllegung ab. Es gibt ein Stadtbahnnetz und Straßenbahnnetz von Tönisforst bis Witten. Das ist heute noch intakt. Und unsere Aufgabe ist eben dafür zu sorgen, dass nicht einer was da rausschneidet aus diesem Netz, das heute noch intakt ist. Das wäre ungefähr so, als würden Sie aus dem Autobahnnetz das Breitscheider Kreuz rausschneiden. In mehr als einem Dutzend Städten im Ruhrgebiet gibt es heute Straßenbahnen und U-Bahnen. Ursprüngliches Ziel der Planer war es, einen städteübergreifenden Nahverkehr zu organisieren. Doch nur wenige Verbindungslinien wurden gebaut. Meist bleibt der Schienenverkehr bis heute innerhalb der einzelnen Stadtgrenzen. Sehr zum Ärger der Fahrgäste. Man lässt die Straßenbahn eigentlich mitten an der Stadtgrenze enden. Da fährt kein Bus und nichts anderes weiter, sondern die endet einfach da. Ich finde, es könnte besser ausgebaut sein, ja. Definitiv. Weil gerade nachts kommt man überhaupt nicht mehr weg. Für Duisburg ist der abendliche Nahverkehr ist eine Katastrophe. Nur gerade in Essen, wenn ich dran denke, das soll eine Großstadt sein und nach 19 Uhr kommt man kaum noch aus der Stadt weg. Und nachts fährt hier so ein bescheuerter Nachtexpress, das ist provinziell, das hat mit Großstadt überhaupt nicht das Geringste zu tun. Doch der Düsseldorfer Regierungspräsident ist schon froh, wenn er das jetzt vorhandene Schienennetz erhalten kann. Wenn man eine Metropolregion Rhein-Ruhr haben will, dann braucht man auch ein metropolitanes Verkehrsmittel. Das ist überall auf der Welt so und das kann eigentlich nur die Schiene gewährleisten. Und deswegen keine weiteren Einschnitte. Und die Mülheimer haben gar nicht erst gefragt, sondern gleich Fakten geschaffen. Die Linie 104 endet am Friedhof. Die alten Gleise sind verrottet und inzwischen längst unbrauchbar geworden. Für Lothar Reinhardt ist das Düsseldorfer Regierungspräsidium trotzdem die letzte Hoffnung. Wenn man der Zeitung glauben soll, ist der RP auf einmal umgefallen und ihn interessieren Recht und Gesetz nicht mehr. Was stand in der Zeitung? In der Zeitung stand, dass der RP jetzt die Stilllegung nachträglich doch genehmigt, obwohl er sie vorher eindeutig ablehnen musste. Er hat das ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern nach Recht und Gesetz. Die können ja von mir aus die Landespläne, die Regionalpläne, alles ändern. Die können auch beschließen, alle Straßenbahnen abzuschaffen. Nur ich kann nicht, bevor das in Recht und Gesetz gefasst ist, kann ich nicht vorher sagen, ich lege da mal dieses Stück still, Oberhausen ein anderes Stück und Duisburg wieder ein anderes Stück. Das ist ja Bananenrepublik pur, wie irgendwo mitten in Afrika oder Südamerika. Bananenrepublik, wo jeder macht, was er will? Die Mülheimer wollten noch viel mehr und ihr gesamtes Schienennetz stilllegen. Die paar Kilometer Strecke der gekappten Linie 104 waren dagegen geradezu eine Petitesse. Mülheim wollte ursprünglich den Einstieg aus dem Ausstieg aus den Einstieg in den Ausstieg aus dem Schienenverkehr
Da haben wir ganz klar gesagt, das geht nicht. Das ist nicht mit den Landesinteressen vereinbar. Ich habe es ja schon gesagt, man kann nicht aus so einem großen Netz ein Netz einfach willkürlich rausschneiden. Sie wissen auch, dass die Nachbarstädte interveniert haben, also Essen, Oberhausen und Duisburg. Wobei man für Oberhausen noch sagen muss, das wissen vielleicht nicht alle, diese Oberhausener Straßenbahn funktioniert gar nicht ohne Mülheimer Straßenbahn. Na? Das heißt, wenn die Mülheimer stilllegen, müssen die Oberhausener zumachen, weil die gar keinen eigenen Netzzugang haben. Die haben auch kein eigenes Depot, keine eigene Werkstatt. Und da haben wir gesagt, das wäre ein Irrwitz, wenn man das Netz so zerreißt. Und zweitens wäre es auch ein finanzieller Wahnsinn, weil da hängen Fördermittel von insgesamt 250 Millionen Euro dran, die gegeben worden sind von Bund und Land. Und die kann man ja auch nicht mal eben so entwerten. So wurde ein ungewöhnlicher Kompromiss gefunden. Auf den stillgelegten Gleisen der Linie 104 entsteht erstmal ein Fahrradweg. So lässt sich die Strecke, zumindest theoretisch, in ferner Zukunft noch einmal reaktivieren. Trassensicherung nennt man das. Das muss das Regierungspräsidium akzeptieren. Das Gesetz sagt ganz klar, es gibt eine Hoheit der Städte und Kreise. Wenn die Mülheimer beschließen, einen Streckenabschnitt stillzulegen, kann das Regierungspräsidium das letztlich nicht verhindern. So ist ihre Strategie aufgegangen. Wieder ein Stück Straßenbahn weniger. Gleich neben Mülheim liegt Duisburg. Mehr als doppelt so viele Fahrgäste. Eine U-Bahn-Linie, 11 Bahnhöfe, 4 Straßenbahnstrecken und 33 Busverbindungen. Auch hier fehlt das Geld für die Instandhaltung. Und auch in Duisburg ist es die U-Bahn, die einfach unbezahlbar wird. Und weil hier alle Straßenbahnlinien den U-Bahn-Tunnel mitbenutzen, wäre das Ende der U-Bahn zugleich auch das Ende des gesamten Schienenverkehrs in der Stadt. Das Worst-Case-Szenario kann nur sein, dass wir den Tunnel nicht mehr befahren und dann wieder über den Bus, ganz normal, oberirdisch, die Linie bedienen. Im schlimmsten Fall, dem Ende aller Straßenbahnen in Duisburg, hätte das auch direkte Auswirkungen auf die Nachbarstadt Düsseldorf. Denn eine der meistbenutzten Linien im Ruhrgebiet, die U79, die zwischen Duisburg und der Landeshauptstadt verkehrt, gäbe es dann nicht mehr. Die Düsseldorfer Rheinbahn ist der Goliath unter den Verkehrsgesellschaften im Ruhrgebiet. 218 Millionen Fahrgäste nutzen sie, fast viermal so viel wie in Duisburg. Es gibt 7 U-Bahn-Linien, 17 Bahnhöfe, 11 Straßenbahnstrecken und 92 Buslinien. Der Verkehrsbetrieb in der Landeshauptstadt gehört zu den effizientesten in Nordrhein-Westfalen. Streckenstilllegungen stehen hier nicht zur Debatte. Den Verlust der Linie U79 würde der Chef der Rheinbahn bedauern. In den nächsten Jahren muss Duisburg ihr System finanzieren oder finanziert bekommen und die Zugsicherung ersetzen. Ansonsten ist es nicht nur das Ende der U79, sondern auch das Ende des Stadtbahnbetriebes in Duisburg insgesamt, weil die gesamten Straßenbahnen und Stadtbahnen in Duisburg durch den Tunnel fahren und dann findet nur noch oberirdischer, wenn überhaupt, Verkehr statt. Das wäre eine Katastrophe für eine Stadt wie Duisburg. Natürlich, das wäre eine Katastrophe. Ja. Und es hängt im Prinzip an dieser, im Wesentlichen an dieser einen Investition. Und so sieht das Problem aus. Die Steuerung der U-Bahn, die sogenannte Zugsicherung, die überall im Ruhrgebiet über 30 Jahre alt ist, auch in Düsseldorf und Duisburg. Die Relaistechnik ist immer noch zuverlässig, aber nicht mehr zeitgemäß. Michael Peters kennt sich hier aus. Er ist noch länger hier als die alte Technik. In diesem Jahr hat er sein 40. Dienstjubiläum. Techniker wie er, die hier noch reparieren können, gibt es kaum noch. Und die Ersatzteile sind nur schwer aufzutreiben. Man kriegt die Teile nur sehr schwierig oder sehr aufwendig. Der Hersteller fährt natürlich sein Lager auch immer mehr runter, weil er sagt, Technik will keiner mehr haben, wir bauen sie auch nicht mehr. Und das ist eben jetzt unser Problem. Wir können nicht mehr garantieren für eine unbestimmte Zeit, das alles noch aufrechtzuerhalten. Und das ist an und für sich der Grund, warum das auch erneuert werden muss.
Dies ist kein Technikmuseum, sondern der Computerraum der Rheinbahn. Aus einer Zeit, in der es weder Handys noch Internet gab. Wir haben Rechner, dafür gibt es die Firma schon seit 20 Jahren nicht mehr. Die haben wir heute noch im Einsatz. Und die halten wir sozusagen mit, wir gucken, dass wir irgendwo auf irgendwelchen Wegen irgendwelche Platinen bekommen, damit, wenn die Rechner ausfallen, dann die von unseren eigenen Leuten, was weiß ich, zusammengelötet werden. Ne? Ich meine, das sind Zustände, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es funktioniert, es läuft, ist auch okay. Damit es weiterläuft im Düsseldorfer Untergrund, soll jetzt endlich modernisiert werden. Ein finanzieller Kraftakt, selbst für die mondäne Landeshauptstadt. Nebenan in Duisburg aber ist an solche Investitionen überhaupt nicht zu denken. Wir haben das Geld nicht, um diese Umbaumaßnahme zu machen. Und letztendlich müssen wir es aber haben, um durchgehend bis nach Duisburg zu fahren. Es ist ja auf der gesamten Strecke die gleiche Strecke. Ja, sie fahren überirdisch, sage ich mal, ein Stückchen ohne Zugsicherung, weil es eben, sag mal, weite Strecke, gerade auf dem freien Feld ist. Aber sobald wir in Duisburg wieder in den Tunnel eintauchen, können ja Duisburger Fahrzeuge hier in Düsseldorf fahren und Düsseldorfer in Duisburg fahren. Und dafür brauchen wir halt die gleiche Technik. Gleiche Technik ist nötig, aber die ungleiche Finanzlage zwischen Düsseldorf und Duisburg lässt das nicht mehr zu. Die Rheinbahn hat aufgrund ihrer regionalen Lage und ihrer finanziellen Ausstattung bessere Ausgangsvoraussetzungen, sodass sie ihren Teil der Strecke jetzt erneuert. Und wir in der Stadt Duisburg, beziehungsweise die Stadt Duisburg als Eigentümerin und als Verpächterin, auch noch eine Lösung finden muss. Doch woher die Lösung kommen soll, weiß man weder in Duisburg noch in Düsseldorf. Allen ist schon lange klar, dass der Betrieb mit der alten Technik bald nicht mehr funktionieren kann. Warum wurde für die Modernisierung eigentlich nie Geld zurückgelegt? Sie sehen an der finanziellen Ausstattung der Kommunen, dass sie hochverschuldet sind. Wo sollen dann noch Rücklagen kommen? Die Verkehrsunternehmen für ihren Anteil machen keine Gewinne. Wo sollen da Rücklagen entstehen? Also es gibt schlicht und ergreifend die finanzielle Basis, um Rücklagen zu schaffen. Doch der Düsseldorfer Rheinbahnchef bleibt da ganz entspannt. Er steht nicht unter Druck. Sein Teil der U79, die jeden Tag 64.000 Fahrgäste befördert, wird erhalten bleiben. Wenn die Duisburger nicht mitziehen können bei der Modernisierung, endet die Linie künftig hier, an der Bedarfshaltestelle Froschenteich, dem letzten Halt auf Düsseldorfer Stadtgebiet. Dann heißt es hier: Steig aus statt steig ein. Endstation für die Linie U79. Jetzt erreicht sie noch, nach wenigen Kilometern auf Duisburger Stadtgebiet, eine gigantische Investitionsruine, einen namenlosen Geisterbahnhof. Vor Jahrzehnten gebaut, als es noch Geld im Überfluss gab für die Stadtbahnen im Revier, erwies sich der Bahnhof schnell als kostspieliger Irrtum. Es gibt keinen Bedarf für einen Halt an dieser Stelle. Eine Bahn hat hier noch nie gehalten. Kurz vor der Duisburger Innenstadt verschwindet die Straßenbahn wieder in einem Tunnel. Er ist das Problem der Zukunft. Hier muss alles saniert werden. Die Betonwände, die Gleise und vor allem die automatische Steuerung der Bahnen. Ohne die kann die U79 aus Düsseldorf hier nicht mehr fahren und auch keine anderen Bahnen. Dann bräche der Nahverkehr von Duisburg zusammen. Die Frage ist, drohen die Duisburger nur damit und hoffen, dass am Ende Bund und Land, also die Steuerzahler, die falsche Verkehrspolitik bezahlen? Also der wirklich weit weg ist, der kann sicherlich so einen Vorwurf erheben. Ich bin aber jetzt nah genug dran in der Diskussion seit rund 3 Jahren zum Thema Zugsicherungstechnik, Finanzierung U79, Finanzierung insgesamt ÖPNV, sodass ich sagen kann, dass sowohl Stadt Duisburg wie auch Stadt Düsseldorf, Rheinbahn, DVG, aber auch die Kooperationsgesellschaften jetzt in Mühlheim und Essen sich nahezu seit intensivst mit diesem Thema beschäftigen und natürlich auch Mittel und Wege gesucht haben, aus dem Dilemma selbst rauszukommen. Nur es ist halt begrenzt. Die Stadt Duisburg hat das Geld im Augenblick nicht. Und bei der Aufgabenlage, die sie zu erfüllen hat, ist es auch so einfach nicht zu erwarten. Das muss man einfach so realistisch sagen. Und da wird es ohne Fördermöglichkeiten nicht geben. Geld muss her. Am besten sofort. Am besten von hier. 1,1 Milliarden wünschen sich die Nahverkehrsbetriebe im Ruhrgebiet von der Politik. Wir verabreden uns mit dem Landesverkehrsminister Michael Groschek vor Ort in der U79 in Duisburg.
Wie beurteilt er die Schwierigkeiten bei den Betrieben im Revier? Man hat zu wenig bedacht, wie viel Erhaltinvestitionen notwendig sind, um einen Status quo zu erhalten. Man war zu selbstverliebt in Neubaumaßnahmen und man hat eben unterschätzt, wie groß und plötzlich der Reparaturbedarf dann doch einsetzt und nicht mehr aussitzbar ist. Denn wenn technische Defizite eklatant werden, werden Sicherheitsprobleme groß. Und bei der Sicherheit verstehen alle keinen Spaß. Sicherheit ist teuer. Es ist der Tag, nachdem Pfingststurm Ela über Nordrhein-Westfalen gefegt ist und Oberleitungen zerfetzt, Bäume auf die Schienen gedrückt und ein Verkehrschaos am nächsten Tag verursacht hat. Ein Schaden von über 300 Millionen Euro. Die Reparaturkosten müssen die Verkehrsbetriebe alleine tragen. Das wird ihre Bilanz noch weiter verhageln. Überall warten Menschen auf Schienenersatzbusse, die nicht kommen. Schon ein Vorgeschmack auf die Zukunft mit dem Bus? Heute verkehrt die U79 tatsächlich nur noch innerhalb Duisburgs. Auf Düsseldorfer Gebiet ist die Linie nicht mehr befahrbar. Mit den letzten Reserven erhält die Duisburger Verkehrsgesellschaft einen Notbetrieb ihrer Bahnen aufrecht. Ein Kraftakt für die verarmte Stadt. Man muss eben auch die soziale Ungleichheit nicht nur von Menschen, sondern auch von Städten sehen. Das, was Düsseldorf quasi aus der Portokasse bezahlen kann, muss Duisburg sich vom Munde absparen. Und die Investitionen in die Erneuerung der Sicherungstechnik im Bereich der U-Bahn-Tunnel ist eben nicht mehr aufschiebbar. Und wenn Duisburg jetzt keinen intelligenten Finanzierungsweg findet, der auch von der Kommunalaufsicht akzeptiert wird, muss die U-Bahn an der Stadtgrenze Düsseldorf unterbrochen werden. Und das wäre dann eine Demarkationsgrenze zwischen Arm und Reich, die nicht nur eine soziale, sondern auch eine technische und verkehrslogistische Grenze wäre. Er könnte diese Entwicklung aufhalten. Aber hier ist der Bund in Verantwortung, namentlich der Finanzminister und der Bundesverkehrsminister. Der Bund soll also zahlen? So schiebt es einer auf den nächsten. Plötzlich fährt unsere Bahn ins Depot. Irgendein Schaden macht die Weiterfahrt unmöglich. Wir müssen umsteigen in eine Ersatzbahn. Der Zustand der Strecken und Bahnen ist schlecht. Daran ändert auch die Mitfahrt eines Ministers nichts. Aber wie ist das nun? Drückt sich das Land nicht vor seiner Verantwortung? Nein, wir sind ganz dramatisch unterfinanziert. Andere Länder sind auch benachteiligt, aber so krass benachteiligt wie Nordrhein-Westfalen ist kein zweites Bundesland. Wir haben gemessen an unserer Bevölkerungsanzahl rund 6% zu wenig Berücksichtigung gefunden. Wir haben 22% der Bundesbürger in unserem Land. Wir bekommen aber nur für knapp 16% die Finanzzuweisung. Das heißt, rund ein Viertel der Bevölkerung geht leer aus, wenn man das mal umrechnet. Und deshalb sind wir ja sogar klagebereit, wenn aus diesem Unrecht nicht langsam Recht wird. Nach anderthalb Stunden wieder zurück am Duisburger Hauptbahnhof. Michael Groschek wird die Stilllegung der U79 nicht verhindern. Er schiebt die Verantwortung nach oben, nach Berlin. Hierfür gibt es Geld. Vom Bund und vom Land. Seit 6 Jahren wird in Düsseldorf an einer neuen U-Bahn-Linie unter der Innenstadt gebaut. Die Kosten für die 3,4 Kilometer lange Strecke explodierten von den geplanten 650 auf inzwischen weit über 800 Millionen Euro. Für die Stadt Düsseldorf bleibt es dennoch ein gutes Geschäft. Denn den Löwenanteil für U-Bahn-Neubauten in Deutschland übernimmt der Staat. Durch die rund 600 Millionen Euro Zuschüsse bekommt Düsseldorf seine neue U-Bahn-Linie, die 2015 in Betrieb gehen soll, geradezu zum Spottpreis. Und das war schon immer so. Auch als es losging mit dem U-Bahn-Bau in den 60er und 70er Jahren, brauchten die Städte im Ruhrgebiet kaum eigenes Geld auf den Tisch zu legen. Land und Bund spendierten bis zu 90% der Baukosten. Eine U-Bahn gab es fast umsonst und jede Stadt nutzte die Gelegenheit, sich ihr eigenes U-Bahn, hier meist Stadtbahnsystem genannt, finanzieren zu lassen. 40 Jahre später wird vor allem die Tunnelsanierung zum Problem, denn für die nötige Modernisierung gibt es keine Zuschüsse, die müssen die Städte und Verkehrsbetriebe jetzt alleine bezahlen und das können sie nicht. Pech für den, der jetzt schon Tunnel hat.
Und Glück für den reich gesponserten Tunnelneubauer. Eine merkwürdige Methode der Förderung ist das. Erst die Städte mit üppigen Zuschüssen zum Neubau verführen und sie dann, 40 Jahre später, bei der nötigen Sanierung auf den Kosten sitzen zu lassen. Die Düsseldorfer Rheinbahn erlebt gerade beides gleichzeitig. Eine großzügige Förderung beim Tunnelneubau, doch außerhalb der Baustelle, bei ihren Altanlagen, große Finanznot. Ist doch klar, wenn eine Kommune 90% für ein Stadtbahnsystem finanziert bekommt, wie für alle anderen Neubaumaßnahmen, dass die nicht in der Lage sind, 100% dann an Ersatz zu finanzieren, das ist doch klar. Ich meine, das ist doch schon Mathematik. Ja? Ich kann nicht mit 10% Abschreibungen 100% Neuinvestitionen finanzieren. Ja, das ist einfach Mathematik, das funktioniert nicht. Ja? Die Neubausysteme hätten die niemals eingeführt ohne Förderung. Niemals. Duisburg wohl auch nicht. Für den Chef der chronisch unterfinanzierten Duisburger Verkehrsgesellschaft liegt hier die Hauptursache für den immensen Investitionsstau im Nahverkehr. Damals, als man Tunnel gefördert hat, hat man sich über die Zukunft, nämlich der Instandhaltung, keine Gedanken gemacht. Auch da waren noch die Fördertöpfe voll. Und man hat sich keine Gedanken darüber gemacht, dass man, ich sag mal, ein standardisiertes System im ÖPNV einführt. Also ich sag mal, wir haben heute zig Verkehrsverbünde in Deutschland. Jedes einzelne Verkehrsverbundsystem hat seinen eigenen Standard. Selbst hier im Ruhrgebiet ist das so, beim VRR. Wir haben unterschiedliche Spurweiten, sodass man da noch nicht mal mehr kooperativ, ich sag mal, auch Straßenbahnen austauschen könnte. Und so zieht sich das durch. Nichts passt zusammen. In jeder Stadt verschiedene Bahnen, moderne und alte, kurze und lange, schmale und breite. Und alle brauchen eigene Werkstätten und eigene Ersatzteile. Und wenn, wie etwa in Mülheim und Essen, unterschiedliche Bahntypen innerhalb der Stadt unterwegs sind, muss dafür ein gewaltiger Aufwand getrieben werden. In den U-Bahn-Tunneln muss es doppelte Schienenstränge geben, damit alle Bahnen auch hier fahren können. Die Technik hinter den Kulissen ist überall veraltet und dazu noch überall verschieden. Alles Sünden der Vergangenheit. In den fetten Jahren, als überall die ersten U-Bahn-Linien entstanden, hat man sich um solche Dinge einfach nicht geschert. Man hat sicherlich nicht darauf geachtet, dass überall einheitlich nach einem einheitlichen System investiert wird, sondern zugelassen, dass unterschiedliche Spurbreiten, unterschiedlichen Techniken angewandt wurden. Und man hat dem Kirchturmdenken zu viel Vorschub gegeben und nicht darauf geachtet, dass einheitliche Systeme städteübergreifend gebaut werden. Jede Verkehrsgesellschaft baute einfach das, was ihr am besten gefiel. In diesem Kirchturmdenken sieht der Mülheimer Lokalpolitiker Lothar Reinhardt bis heute das größte Problem. Für ihn sind die vielen einzelnen Verkehrsbetriebe im Revier die schlimmsten Kostentreiber. Wenn man das vergrößerte Ruhrgebiet nimmt, haben wir insgesamt 53 Kommunen oder Kreise. Und wir haben 28 verschiedene Verkehrsgesellschaften. Jede Verkehrsgesellschaft hat ihre Geschäftsführer, hat die zugehörigen Büros und Koordinierungsaufgaben, hat ihre Aufsichtsräte etc. pp. Jede Verkehrsgesellschaft will natürlich auch die Infrastruktur aufrechterhalten. Jeder hat ihren Reparaturbetrieb, jeder hat alles, was eben dazugehört, weil sie alle selbstständig sein wollen und alleine arbeiten. Eine einzige Verkehrsgesellschaft für das ganze Ruhrgebiet. Von Dortmund bis Oberhausen und von Recklinghausen bis nach Düsseldorf. Effektiver und kostengünstiger Nahverkehr aus einer Hand. Die Idee ist nicht neu. Schon 1968, mit dem Beginn des U-Bahn-Baus im Revier, wurde, auch damals, um Geld zu sparen, für eine solche Lösung gestritten. Eine Einheitsgesellschaft für die Straßenbahnbetriebe des Ruhrgebietes. Das ist das große Ziel der Landesregierung, des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums. Im Ruhrgebiet, wo es ebenso wie in Köln schon eine U-Bahn-Strecke gibt, in Essen nämlich, befinden sich 14 Großstädte nebeneinander. Aber mindestens ein Dutzend Verkehrsbetriebe arbeiten dort auch miteinander und manchmal sogar gegeneinander. Das Wirtschafts- und Verkehrsministerium hatte sie aufgefordert, bis zum 1. Oktober dem Plan einer Einheitsgesellschaft näher zu treten. Jetzt wurde dieser Plan vertagt auf den 1. November. Vertagen und vergessen.
Das war schon damals die Devise, als es um die Gründung einer Einheitsgesellschaft ging. Dabei steckte der Nahverkehr im Revier schon 1968 in einer Krise. Zu hohe Kosten, eine ineffektive Organisation und weniger Fahrgäste. Vor allem Landespolitiker forderten die Städte damals auf, statt ständig nur die Fahrpreise zu erhöhen, endlich die Gründung einer kostengünstigeren Einheitsgesellschaft voranzubringen. Es ist dringend notwendig, dass sich die politischen Stellen unserer Kommunen im Ruhrgebiet endlich entscheiden, ihre Zustimmung zur Gründung einer solchen Stadtbahngesellschaft zu geben, damit nicht ungeheure Mittel, ungewöhnlich hohe Mittel, die für den Bau der Stadtbahn eingesetzt werden, vom Bund und Land für die nächsten Jahre verloren gehen. Daran erinnert, ist Lothar Reinhardt doch überrascht. Die Forderung nach dem einen Verkehrsbetrieb ist schon fast 50 Jahre alt. Wir sind ja noch keinen Schritt weitergekommen, außer dass in der Zwischenzeit nicht nur die Verkehrsbetriebe völlig überschuldet sind, sondern die Städte auch. Nachdem 1968 die Einsicht, sag mal, bei den Stadtfürsten oder so nicht war, muss man jetzt darauf hoffen, dass die Einsicht zumindest bei der Landesregierung kommt. Es ist ja auch ihr Problem. Sie kann ja nicht einen Ballungsraum mit 5 Millionen Leuten wie das Ruhrgebiet einfach vor sich hin wursteln lassen. In allen Sonntagsreden sagen doch alle, wir müssen dringend mehr interkommunale Kooperation und dass der ÖPNV der dickste Brocken dabei ist und der wichtigste und der akuteste, das sagen ja auch alle. Sie müssen aber auch Taten folgen lassen. Das heißt natürlich, da gehören auch unbequeme Geschichten dazu, dass bestimmte Posten auf Dauer wegfallen. Könnte das der Grund dafür sein, dass aus der einheitlichen Verkehrsgesellschaft für das Ruhrgebiet in all den Jahren nichts geworden ist? Weil die vielen Chefs der vielen kleinen Verkehrsbetriebe um ihren gut bezahlten Job fürchten? Jahrelang hat sich mit den verschiedenen Verkehrsbetrieben und ihren Leitern auch der ehemalige Chefredakteur der WAZ, Uwe Knüpfer, befasst und sich seine Meinung gebildet. Je mehr Verkehrsgesellschaften Sie haben, umso mehr Direktorenposten haben Sie, Geschäftsführer, Aufsichtsgremien, die alle ordentlich dotiert sind und die oftmals lokal besetzt werden, weil die Städte ja die Auftraggeber der Verkehrsgesellschaften sind. Das heißt, das ist eine der letzten Domänen kommunaler Politik, wo sie Pfründen zu vergeben haben. Die Städte sind ja alle praktisch pleite im Ruhrgebiet, die stehen unter Haushaltskuratel. Da, wo sie noch Räume haben, wo sie mal was Gutes tun können für Menschen, die sich verdient gemacht haben, zum Beispiel um die Partei dabei, das sind die Sparkassen, das sind die Stadtwerke und das sind die Verkehrsbetriebe. Wie sehr es sich lohnt, Geschäftsführer bei einem Verkehrsbetrieb im Ruhrgebiet zu sein, ist schwer festzustellen. In Duisburg zum Beispiel ist der Chef der Verkehrsgesellschaft zugleich auch der Chef der Stadtwerke und verdient damit doppelt. Laut Geschäftsbericht 2012 kommt Markus Wittig so auf rund 324.000 Euro im Jahr. Klaus-Peter Wandelenus, der Chef in Mülheim, ist gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung in Essen und Duisburg. Allein in Mülheim verdient er laut Geschäftsbericht 192.000 Euro im Jahr. Bei der Rheinbahn in Düsseldorf gibt man sich offen und gerade aus. Geschäftsführer Dirk Biesenbach verdient hier ohne weitere Aufgaben 273.000 Euro im Jahr. 211.000 Euro verdient der Chef bei der EFAG in Essen. Und bei der Bogestra in Bochum und Gelsenkirchen sind es 298.000 Euro. Dazu kommen noch üppige Pensionsrückstellungen, außerdem ebenfalls gut bezahlte Stellvertreter, natürlich Assistenten und Sekretärinnen, der ganze Apparat. Und all das gibt es im Ruhrgebiet vielfach. Denn jede Stadt leistet sich ja ihren eigenen Apparat. Effizienz sieht anders aus. Wer ernst meint, dass die Städte aus ihrer Finanzkrise raus müssen, der muss eigentlich alles für so einen Zusammenschluss tun. Die Einheitsgesellschaft als Sparmaßnahme. Denn so ergäbe sich das größte Einsparpotenzial. So wird auch dann gerne argumentiert, um den Menschen Angst zu machen. Einsparpotenziale, das heißt Arbeitsplätze fallen weg und vielleicht werden Linien eingespart. Das Gegenteil ist aber der Fall. Weil ein
expandierender ÖPNV natürlich Arbeitsplätze schafft, aber auf der Arbeitsebene, weil sie mehr Linien haben, mehr Busse und Bahnen haben, die gefahren werden müssen. Sie brauchen mehr Schaffner und sie brauchen mehr Lokführer und Fahrer und so weiter und so weiter und Techniker, die den Betrieb unterhalten. Was sie weniger brauchen, sind Vorstände. Aber entschieden werden solche Fragen ja nicht von den Schaffnern und den Lokführern, sondern von den Vorständen. Aber so bleibt alles, wie es ist und immer war. Jeder einzelne Verkehrsbetrieb im Ruhrgebiet denkt erst einmal an sich. Heute genauso wie früher. 1968 mündeten die Forderungen nach einer Einheitslösung bald in die Gründung einer Stadtbahngesellschaft. Fast alle Verkehrsbetriebe im Revier wurden Mitglied, allerdings ohne sich aufzulösen, und waren schon bald heillos zerstritten. Da ging es um die Verteilung der Gelder. Sang- und klanglos verschwand die Stadtbahngesellschaft wieder und ging auf im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, kurz VRR. Der regelt heute im ganzen Ruhrgebiet die Tarife und legt die Einnahmen für die einzelnen Verkehrsbetriebe fest. Doch selbst dieser Minimalkonsens ist für den VRR-Chef Martin Hussmann ein Eiertanz. Ja, da spielt erstmal so viel rein, dass jeder sagt, ich darf nicht schlechter stehen als vorher. Und wenn es denn doch der Fall ist, man herausfinden muss, hat er vielleicht Fahrgäste verloren, stimmt irgendetwas in der Leistung nicht, sind Abbestellungen vorgenommen. Und das ist dann manchmal ein schwieriger Diskussionsprozess, aber bisher haben wir uns da immer einvernehmlich heißt, jeder hat zugestimmt, auf eine Verteilung geeinigt. Zirkusdirektor? Haben Sie gesagt. Weil Einigung so schwer fällt, kämpft jede Verkehrsgesellschaft jetzt alleine gegen ihre Finanznot. Manchmal sogar mit Verzweiflungstaten. In Essen etwa retteten drei altgediente Mitarbeiter in jahrelanger Kleinarbeit das völlig veraltete Stellwerk, für das es kaum noch Ersatzteile gibt. Von 2009 bis 2013 werkelten sie Tag für Tag hier unten und versuchten, die uralte Technik irgendwie für die nächsten Jahre einsatzfähig zu halten. Eine Erneuerung hätte über 30 Millionen Euro gekostet. Unbezahlbar für die pleite Stadt Essen. Dank des Improvisationstalents ihrer erfahrenen Techniker hat die Stadt jetzt nicht einmal 10% der geschätzten Summe ausgegeben. Das Nahverkehrsstellwerk in Essen ist das größte, das es gibt in Europa. Ohne die Billigreparatur im Do-it-yourself-Verfahren könnten wohl schon heute keine Bahnen mehr in Essen fahren. Man hätte das schneller durchziehen können, indem man halt die Mannschaft, die Personalstärke erhöht hätte. Aber wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir bewährte Mitarbeiter aus der Werkstatt aus dem Tagesprozess herausgenommen haben und hier dann mit diesen Mitarbeitern die Sanierung durchgeführt haben und haben aber auch diese lange Laufzeit in Kauf genommen. Um noch mehr zu sparen, haben sich die Essener seit 2010 zur Via-Verkehrsgesellschaft mit den Nachbarn in Duisburg und Mülheim zusammengeschlossen. Werkstattkosten, Ersatzteile, Neuanschaffungen, alles sollte billiger werden. Der Mülheimer Chef Klaus-Peter Wandelenus schwärmt von den gelungenen Einsparungen. Weil gerade durch die Zusammengehörigkeit, die wir haben und das Zusammenschrumpfen der Organisation, haben wir ja auch einige Mitarbeiter abbauen können, ja, und die nicht wieder ersetzt worden sind. Also insofern hat man da Einsparungen und was man gesagt hat, wir bündeln natürlich unsere Qualität, das heißt unsere Fachkräfte, ne, alle die wir haben und man sieht das ja, die Organisation, wie gesagt nochmal, ist stark zusammengekommen, wir haben einige hundert Mitarbeiter abgebaut. Wandelenus hat übrigens auch einen weiteren Geschäftsführerposten bei der VIA bekommen. In den oberen Etagen wurde nämlich nicht gespart. Im Gegenteil. Dank der VIA-Gründung gab es da noch weitere Stellen zu besetzen. Eingespart wurde beim Werkstatt- und Servicepersonal. Dass Mülheim am liebsten den ganzen Schienenverkehr einstellen würde, stößt den Essenern allerdings sauer auf. Angeblich wird bei der EFAG schon wieder ein Ausstieg aus dem VIA-Verbund diskutiert. Noch eine Verkehrsgesellschaft im Ruhrgebiet. Hier haben sich zwei Städte von Anfang an zusammengeschlossen. Bogestra heißt der Verkehrsbetrieb von Bochum und Gelsenkirchen und gilt schon lange als Vorzeigeunternehmen im Revier.
Hochmodern und mit vielen städteübergreifenden Linien befördert die Bogestra heute 145 Millionen Fahrgäste im Jahr. Es gibt eine U-Bahn und 8 Straßenbahnlinien sowie 66 Busverbindungen. Hier nutzen sogar immer mehr Menschen die Bahn, dank des guten Ausbaus. Statt wie etwa in Mülheim Streckenabschnitte stillzulegen, werden bei der Bogestra Straßenbahnlinien verlängert. Diese Strecke soll 2017 in Betrieb gehen. Das Sorgenkind auch bei der Bogestra ist die U-Bahn. Trotz aller Reparaturarbeiten droht sie, das ganze Unternehmen mit ihrer nötigen Instandhaltung aufzufressen. Wenn die Tunnel dann irgendwann, das ist wie beim Haus, ich kann immer mal eine Dachpfanne auswechseln, das geht die ersten 20, 30 Jahre gut, aber irgendwann muss ich auch mal darüber nachdenken, ein ganzes Dach neu zu decken. So, und vielleicht in 10 Jahren reden wir darüber, dann muss ich eben mal einen Abschnitt komplett neu machen, und wenn ich dann kein Geld habe, dann habe ich eben ein Problem und dann haben wir genauso einen Instandhaltungsstau, wie vielleicht andere Kollegen heute jetzt schon haben. Wir laufen aber ohne Finanzausstattung in die gleiche Falle hinein. Die können wir vielleicht noch ein bisschen schieben durch verschiedene Maßnahmen. Aber am Ende des Tages, wenn es keine Finanzausstattung gibt, werden wir alle miteinander im gesamten Ruhrgebiet, auch in Düsseldorf, auch in Köln, auch in Bochum, werden wir in die gleiche Falle reinlaufen und werden vor einem Investitionsstau stehen, den wir nicht mehr bewältigen können. Kein Ausweg in Sicht. U-Bahnen kann man nicht im laufenden Betrieb sanieren. Deshalb ist das besonders teuer. Mit provisorischen Reparaturen aber kommen die Verkehrsbetriebe nicht mehr weiter. Und weil im Ruhrgebiet ja überall die U-Bahnen irgendwann die Tunnel verlassen und zur Straßenbahn werden, sind auch die oberirdischen Strecken immer betroffen. Vielen Verkehrsbetrieben läuft inzwischen die Zeit davon. Die müssen uns einfach unterstützen. Ne? Bund, Land muss einfach dafür gerade stehen. In politischen Dimensionen betrachtet, wir brauchen es noch in dieser Legislaturperiode. Die Lösung muss bis, ich sag mal, Mitte nächsten Jahres geschaffen sein. Aus der Aufbruchsstimmung von einst ist längst Katerstimmung geworden. Damals noch gefeiert, bedroht die U-Bahn inzwischen den gesamten Nahverkehr im Revier. Dabei war das doch der richtige Schritt für eine mobile Zukunft im Ruhrgebiet. Meine Damen und Herren, am heutigen Morgen können Sie feststellen, wo die Reise hingehen soll. Wir sind am Anfang. Ist diese Zukunft 40 Jahre später schon am Ende? Ohne finanzielle Unterstützung von Bund und Land wird nichts geschehen. Doch wenn schon Gelder fließen, sollte deren Verwendung an Bedingungen geknüpft werden. Damit es wieder aufwärts geht beim Nahverkehr, muss sich das Ruhrgebiet endlich zusammenraufen und auf sein Kirchturmdenken verzichten.